So, hallo, willkommen zurück zur Hausparty. Bevor ich anfange, ein paar Dinge. Und zwar ist es hier sehr laut. Mir hat ja jemand gerade ins Ohr gebrüllt. Bevor ich anfange, noch eine Minute, möchte ich noch etwas sagen, weil ich ja meinte, dass ich mehr auf YouTube machen möchte. Das hat einfach den Grund, also für die, die jetzt vielleicht zum ersten Mal hier sind, ich habe hauptsächlich auf Twitch gestreamt. Bis vor kurzem, beziehungsweise bis eigentlich vor ein paar Tagen. Und dann habe ich kurzfristig den Entschluss gefasst, oh, Moment, ich muss mal eben kurz mich in OBS ein bisschen leiser machen. Ich glaube, ich schreie gerade ins Telefon, genau, ins Mikrofon. Und zwar, das hat unter anderem den Grund, dass ich Aufnahmen, beziehungsweise Spiele spielen möchte und das eben aufnehmen möchte. Und das sind eben Spiele, die eher so für YouTube geeignet sind. Ne? Das sind jetzt zum Beispiel so Story Games oder Story Games. Naja, also eben Spiele, die eigentlich besser für YouTube sind, weil man dann besser die Story verfolgen kann. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, dass ich mich einfach so mal. So, was sagt sie hier? Du kannst diesen Scheiß nicht einfach sagen. Wir sind hier mehr als nur. Verdammt. Okay. I meant the whole truth about my site and how it can liberate. Oh, man, bro, not that Ich meinte we're die in a ganze hole, Wahrheit über meine how can they have Website them? und wie sie Yeah, this is freigesetzt just werden getting deep. kann. Oh Mann, nicht, dass Frauen Löcher sind. Ich meine, sie haben sie. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Okay. Of course I care about our Da gibt es oceans. also Didn't you ein see the bisschen poster in Beef. my room? Okay, bevor ja noch irgendwie was passiert. Genau, Yeah, das ist der Madison eine and Grund. me Der are andere just Grund fine. ist, dass ich Hey, did you see Leute the shadow of suche. my Oder eine Community suche, die interessiert ist am ungezwungenen Gameplay und nicht unbedingt auf Twitch wahllos auf irgendwelche Frauenstreams geht und dann anfängt, die Frauen zu beleidigen oder sowas zu fragen wie, ich will dich bürsten. Da ist ja schon mal was, das nehme ich mal eben mit. Und ich habe die Hoffnung, dass ich auf Twitch, auf YouTube, bin ein bisschen verwirrt, wie immer. Dass ich auf YouTube eher eine Community finde, die vielleicht so ein bisschen mehr am Gameplay interessiert ist und nicht unbedingt denkt, oh, da ist eine Frau im Stream. Da will ich jetzt mal eben ein bisschen reintrollen. Genau, und ich kann halt mal eben, egal zu welcher Uhrzeit, mich an PC setzen und aufnehmen. Bei Twitch achte ich schon mal ein bisschen auf die Uhrzeit, dass ich zur Primetime dann am PC bin und das muss ich hier halt nicht. Genau, das war es eigentlich schon. Also ganz unspektakulär. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Leider wieder von vorne. Die Story, ja, beziehungsweise den Anfang kennen bestimmt einige von euch. Wir sind hier auf einer Hausparty und wir sollen hier ein paar Menschen kennenlernen. So, das ist das Haus. Und wir sprechen einfach mal ein paar Leute an. Fangen wir mal mit ihm hier an. So, das ist der Frank. How's it going, dude? Wait, you're not drunk, are you? Nein, ich doch nicht. Ich bin voll zu, total vernichtet. Ich hatte gerade so um die 12 Shots. Das dürfen wir ihm nicht sagen. Ich hab's ja schon gespielt. Ich hab's ja leider schon gespielt. Der Frank findet das nämlich nicht so toll, wenn alle besoffen sind. Deswegen bin ich vollkommen nüchtern. Good. I'm straight edge. And I can't stand assholes who get drunk at parties. I feel it's like my civic duty to beat the ever-loving shit out of anybody I see with a drink. My contribution helps make this world better. Okay, also er möchte uns die Scheiße aus dem Leib prügeln, wenn wir Alkohol trinken. Ich lese es nicht alles vor, oder? Weil erstmal erzählt er das selber auf Englisch und ihr könnt es mitlesen auf Deutsch. Ich glaube, dann brauche ich es nicht auch noch vorlesen. So, gut. Ich bin zu voll, total vernichtet. Ich hatte gerade so um die 12 Shots. Nee, das sollen wir ja nicht sagen. Ich habe zufällig gehört, wie jemand gesagt hat, er hätte etwas Alkohol dabei. Was machen wir jetzt? Das machen wir mal später. Ich will erstmal gucken, was hier so geht. Ich werde mal den hier ansprechen. Der ist nicht betrunken. Sieht man ja an seiner Gestik und an seiner Mimik. Oh, bra, you finally arrived. I've been waiting since. Wait. You're not that guy I met at the bus stop. Sorry, I'm seeing double. You're a new bra. What's up? I'm Patrick, aka Party Pat, aka Pat the Frat, aka Patty Mayonnaise. Okay,
Du hast die Scheiße aus dir rausgeprügelt bekommen. Worum ging es da? Was? Yeah, that was something else. That Rachel, she's a firecracker. It was cool how she did that, where people could see. I'm a broadvocate for transparency. One of these days, long after we've settled our differences, her and I will look back on this night and laugh. Okay. was ist euer Problem? I should probably talk to somebody about it. Mom always said, take advice when it's given. That and just because he lives here doesn't mean he's your father. Ah, Rachel's Krav Maga training has really paid off because this pain is unreal. Before I go saying anything, I gotta find something to make this pain go away. Okay. My bra coming through in the clutch. If you see some pain meds rolling around somewhere, grab them for me. Any will do, probably. It's just science. Anything that comes in pill form will automatically make you feel better with no other consequences. Okay, also er möchte, das Gesicht ist ja auch wunderschön, er möchte ein paar Pillen haben. Die lagen früher mal im Schrank oben. Wir haben hier nämlich so ein paar Quests, von denen ich gerade nicht weiß, wie ich sie aufrufen kann. Inventory ist I. Quests vielleicht mit Q? Kann das sein? I can't believe my buddy came. Nee. I seriously can't believe it. Das muss doch hier irgendwo stehen. Ist das Instructions? WSC ist klar, I ist auch klar. Game-Menü. Ach, das ist O gewesen für Opportunities. Ach so, das wird Opportunities genannt. Ach ja, stimmt. Sprich mit Derek. Na komm, dann ich gucke jetzt erstmal nach den Pillen. Ich renne mal hier ein bisschen durch, weil wenn ich normal gehe, geht er so. Wie so ein 80-Jähriger. Wer geht denn so? Also ich gehe nicht so. So, ich glaube, hier waren die Pillen irgendwo. Meine ich. Sind das die Pillen? Nein. Sind das die Pillen? Wo waren die denn? Die waren noch hier? Hier. Nicht? Ach da! So. Ich mach mal die Musik an, ne? So ein bisschen leise ohne Musik. Da ist sie ja wieder. So. Was ist hier? Öffnen. Okay, das ist natürlich doof. Hier stehen Schuhe. Okay. Okay, nehme ich mal mit. So, in fremden Kleiderschränken schnüffeln. War die eben auch schon da? Oder hat sie sich da reingeschlichen? Ich spreche die mal an. Man legt sich doch nicht einfach so ins Bett. Die wohnt hier, glaube ich, nicht. Deine Haare sind irgendwie im Gesicht oder wachsen dir aus dem. Jetzt hat sie einen Bart. Okay, hi. Hey, I'm Rachel. Sorry if you just saw me swat that guy. I promise you, I'm not a giant bitch. I just. I can't even get into it. Ach, sie hat den Patrick da verhauen? Okay. Gut. Cool, aber warum hast du Jerry Springer auf ihn out? Du sollst dich andere Menschen nicht wie ein Arschloch verhalten. Nö, wir fragen Have you mal not nach. Heard anything about Patrick before tonight? No? Do you know the website Neighborhood Watch? Er setzt sich einfach dazu, während wir über ihn lästern. Guess I'll just have to take your word on that. Just stay away from that chemical burn of a person over there. Now, if you'll excuse me. I'm going to figure out how I can get my alcohol back from a different guy who, funny story, decided to confiscate all the alcohol from a party. The Frank. Okay, können wir noch was mit ihr machen? Hey, how's it going? Was ist dein Sternzeichen? Was ist los? Mich stört das ein bisschen, dass der Betrunkene hier zwischen uns liegt. Hey, denkst du, ich könnte dann mit dir später schreiben können? Wir fragen mal, ob sie sich amüsiert. I was having an okay time until fucking Frank stole my thermos. He said it looked like something I could hide booze in it and that he was confiscating it. Das kennen wir ja schon aus den letzten Folgen. Lass mich mit ihm sprechen. Oh, that would be amazing. So. I would be very So haben wir dann das. Was ist mit Patrick? How's it going, brah? Any luck finding painkillers?
Hey, ich habe noch etwas Alkohol unter dem Sofa-Wohnzimmer. Okay. Kann ich mir dein Handy ausladen? Das haben sie vergessen zu übersetzen. Okay. Okay, ich möchte mich jetzt hier erstmal um die Frauen kümmern. Das nehme ich mal mit. So, ach hier, sitzt ja noch eine. Die spreche ich gleich an. Ich will noch mal gucken, ob hier irgendwas ist, was ich mitnehmen kann. Da kann ich glaube ich nichts mitmachen. Ein Flachmann nehme ich auch mit. Hier ist nichts drin. Okay, ich mach mal wieder zu, ne? Ja. So, hier. Mit dem schönen Oberteil. Oh, hey. I don't believe we've met. I'm Brittany. So. Oh, yeah, I know. I'm just... Well, it's kind of embarrassing. I just bought this new top and... Well, I've always been endowed with rather large... Well, you know. Yeah, I'm just really self-conscious about it. I'm not sure I can bring myself to go out there. Wenn ich mich schäme, dann ziehe ich natürlich genau das an, was das auch betont. Das ist ja klar. Bis wirklich, das Top steht dir großartig. Ich habe deine Brüste nicht einmal bemerkt. Top Antwort. Oh, thank you. That makes me feel a little better. Ah, so. Hey again, how's it going? Du bist wieder ganz allein. I know, I know. I just can't bring myself to go out there. Maybe if there was a way I could be sure I wouldn't be the center of attention, I might be persuaded to come out. Okay, das frage ich nicht, dann magst du uns nicht mehr. Mal gucken, was wir gleich machen können, dass sie runterkommt. Wir können ja Patrick nochmal seine Tabletten geben. Ein Kunstraum, ja. Können wir das verwenden mit... Nee, ich will das Patrick geben. Ach so. Er kriegt... Ach, das ist Apfelmittel? Ich dachte, das sind Schmerztabletten. Thanks, brah. I thought that slap heard round the world would be the end of me. I'm already feeling better, if not a bit gassy. Geben Sie dem Mann ein paar Drogen. So, was schreibt er, was sagt er? Danke, brah. Ich dachte, dass dieser Schlag, der auf der ganzen Welt zu hören war, das Ende für mich sein würde. Fühle mich schon besser, wenn nicht sogar ein bisschen gasig. Ich werde eine Verschnaufspause einlegen. Okay. Ich liebe es, mich mit Fremden... Was macht er da? Genau aus dem Grund lädt Derek mich zu dieser Veranstaltung ein. Was ist denn das? Was spielen wir denn hier für einen blöden Mann? Mann! Ich dachte, der bringt dir das in Schmerztabletten. Whoa, everybody get clear. Patrick's about to make some brown Betty. Was? Das ist neu. Yeah, I hid the whipped cream as best I could. And by best I could, I mean I just pushed it to the back of the fridge. If stuff's really about whipping... Okay. Bro, you betrayed me with your poopy pills. I had big plans for you tonight, but you can forget it now. Damn, I'm lucky these Pampers held up. Ach, da hat mir Lini in die Hose geschissen. So, du hast mich mit deinen Kackpillen verraten. Ich hatte große Pläne mit dir. Ich kann es jetzt vergessen. Habe ich ihm die falschen gegeben? Oh, you again. I've got my eyes on you. At least, I think I do. Come on, Pat. Blurry visions never kept you down. Ich dachte, er haut uns die Flasche über den Kopf. Okay. Du hast Frame bis später. Okay. So, ich möchte jetzt hier mit den Weibern sprechen. Hallo. How's it going, dude? Did I say it right? I'm trying to say it like Sensei Frank says it. Dude. 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 Die ist übrigens How's neu. Fuck it. Oh, I'm Leia. Die war noch nicht da vom letzten Update. Das ist ein neuer Charakter. Finde ich ganz gut. Sensei Frank, you know the big bald guy who sits downstairs holding down the fort? Guy who whistles show tunes when nobody's around? So, Dass er ein Senpai ist. Sensei, tut mir leid. Oh, all right then. Well, speaking of, I gotta hit up Frank real quick. He's got me on patrol and I gotta go report to him on 5-minute increments. Thing is, I left my phone at the gym, so I've been counting in my head. It's been exactly 5 minutes, or like a lot longer than that. Okay. Hey now, take it easy, all right? So, sie muss schnell mit Frank reden. Er hat mich Wache stehen lassen, muss alle 5 Minuten
zu ihm zurückkommen, meinen Bericht abzugeben. Aber ihr Handy im Fitnessstudio. Okay. Kann ich noch was mit ihr machen? Good to see you again. Was ist deine Geschichte? Ich wette, dass du gerne trainierst. Kann ich dir einen Drink bringen? Woher kennst du alle? Ich speichere mal ganz kurz. Weil ich Angst habe, was Falsches zu sagen. Das will ich ja nicht. Ich will die ja rumkriegen. Lia. Safe. So, ich hoffe, der bleibt jetzt auch mal. What's going on? So, good to see you again. Frage ich sie mal, was ihre Geschichte ist. I'm here with Sensei Frank. I'm not with Sensei Frank, but I'm like his second in command. We run things, you know. We're keeping this party safe and alcohol free for some reason. Okay. Also, er möchte, dass es alkoholfrei bleibt. Sie sagt nur aus irgendeinem Grund. Also, sie möchte hier nur für Sicherheit sorgen. Woher kennst du alle? I don't. I'm here for work. Security, you know. But I think I've seen that blonde chick with them big titties at the gym. There's something about her. I've definitely seen her before. Okay. Sie hat irgendwas an sich. Ist das jetzt positiv gemeint? Oder ist das eher so, die ist komisch, die hat irgendwas an sich? Ich wette, dass du gern trainierst. Ja. I'm not just about keeping this fit. I'm about turning my body into a weapon. Okay. I got big plans with this body of mine. I'm going to open a self-defense studio and everything. When people see the way I look, they'll come running. And then they'll send people running. Okay, sie hat also große Pläne. Ich sag jetzt mal tschüss. Deep throat badge out of the whole thing, though. So, dann hier, die sprechen wir auch mal an. Did you need something? So. Ich glaube, wir müssen hier das sagen. Weil die anderen Antworten mag sie, glaube ich, nicht. Okay, that was actually slightly philosophical. You might actually have a brain hiding in there somewhere. Ja, ich habe ein Gehirn vielleicht. Ich könnte einen Drink brauchen, soll ich dir einen besorgen? Wie es aufgefallen ist, ist alles in Ordnung. Yeah, it's my boyfriend. He's supposed to meet me here, but he's being a dick. Dein Freund ist ein Detektiv. Ich mach mal das hier. That's actually kind of sweet. Gut. I wish he felt the same way. Ich könnte, nee, das nicht. Ich mag der Brille. Nee, nee, nee. Nix davon. So, oh, hier sind ouch! So oh, I stubbed my toe. Wir sprechen können. How come it's always the worst? Oh, Amy, I totally feel you. That's the worst. You know, a good way to get over a stub toe. Ja, 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 ja. Das, thanks. Yeah. Well, Amy, maybe you should look for friends elsewhere. So, das wäre schon ein wenig wie ein Arzt in der oder ein Psychopath. Ah, das war die Geschichte. Das ist auch schon in den letzten Folgen gewesen, die ich aufgenommen habe. Sie mag gern Leuten helfen. Ich spreche mal mit ihr hier. Wait, you're Derek's friend, right? Hey, I'm Madison. This is my party. Ah, okay, dann ja, danke, dass ich kommen durfte. Oh yeah, don't mention it. Derek was all, hey, I have this friend who doesn't know anybody because he just moved here and I promise he's not a dick. Mm. And Derek and I are kind of in the middle of this. Doesn't matter. And I didn't want to make things weirder, so I was like, sure, bring your friend. So yeah, glad you could come. Aha. Also mit Derek und ihr ist irgendwie was. I'm sorry, that was rude. My head is everywhere. You know that feeling when you love hosting parties until you're actually in the middle of hosting one? Then you remember people are the worst, and your cousin has a serious alcohol problem, and that you definitely should have brought more food. Eine Party zu hosten ist ja auch super übersetzt. Ich weiß gar nicht, kann man das so sagen? Ich glaube nicht, oder? Eine Party zu schmeißen oder so kann man, glaube ich, das übersetzen. So, dass die Leute die Schlimmsten sind, okay. Mhm. Du machst das gut. That's a cool thing to say. Even if you are just trying to win brownie points. That's always been such a weird phrase to me, brownie points. What the hell are those anyway? Das ist die Einheit der Bäcker. Du warst wohl nie eine. Ah, da weiß ich wieder nicht, was. Ich mach mal das hier. Ha, ja. Ha, ha. That was a really bad dad joke, but I appreciate the effort. Anyway, it was good talking to you and meeting you. I gotta get back to the party, but come find me later and we can get to know each other some more. Für meine Oma? Maybe take some pics for my gram? Ich mach Bild für meine Oma. And don't forget to mingle. There are some awesome people here. Ja, okay. Nee, ich misch mich hier bestimmt unter die Leute. Du weißt schon, die Genitalien des anderen besser
Ja, klar. Müssen ja aufpassen, was wir hier sagen.